So. 3, 2, 1. Mamadus und Dr. Dottoshi, herzlich willkommen zu Nostalgie Volume 2 von mir, dem Hannes auf Abyss RP. Und wir spielen Indiana Jones und der Turm von Babel. Sehr schön. So. Dafür wurde ich eingestellt. Richtig. Wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben? Ich erinnere mich an Rätsel mit Türen. Türen. Wir gehen mal. Viel zu lange her, Bruder. Viel zu lange. Ja. Wir gehen mal hier lang. Ja, wir brauchen die Machete. Vor allem sind die Spinnweben da ungefähr so doll wie bei mir hier im Keller. Hey, Tim! Er hat übrigens gesagt: Hey, du! Wenn ich dieses Russisch mal übersetzen darf. Danke. Stets zu Diensten. Vorsicht. Totenkopf, auch wenn der andere ihn nicht getriggert hat. Selber totkapiert. Dabei haben wir im letzten Video tatsächlich einen Kommentar bekommen, dass dieses Spiel geschichtlich inkorrekt ist. Na, das ist ja Quatsch. Wer erzählt sowas? Und wieso? Weil die Spetsnaz erst 10 Jahre später gegründet wurden? Oder wieso? Klugscheißer. Stimmt, ich erinnere mich. Er hatte ja recht. Du hast recht. Ich nehme alles zurück, du hast recht. Wenn ich das meiner Frau sage, verzeiht sie mir alles. Echt? Meine nicht. So. Ula kam in mich. Nimm den Schatz. Ja, aber du hörst vielleicht auch gerade diese unheimliche Musik. Ja. Was haben wir denn hier? Das erinnert mich so ein bisschen an das Anfangs-Intro von Smite. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich da auch mal wieder versucht hatte, was aufzunehmen, es aber einfach nicht mehr ging? Ja, weil du irgendwie die ganze Zeit Bluescreen oder so hattest? Oder Blackscreen? Nee, ich krieg das nicht gehuckt mit Bandicam. Also ich habe da die Zahlen nicht und ich kann halt einfach nicht aufnehmen. Ich glaube, die an Anti-Cheat-Engine oder sowas beißt sich mit Bandicam. I don't know. Ah, sehr gut. Vor allem habe ich gute Runden gespielt. Es war traurig, dass das nicht geklappt hat. So... als nächstes machen wir dann den Kranich auf. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder nach oben. Ach ja. Der Convenient Button. Oh, es tut ohne Scheiß, es tut so gut, wieder aufnehmen zu können. Einfach diese ganze Last von wegen, in 2 Wochen musst du diesen Scheißlappen fertig haben, ist weg. Ich hab's zwar vorhin schon gesagt, aber ich bin mega stolz auf dich. Echt gut. Ohne Scheiße, echt. Ich will nicht sagen, dass ich gezweifelt habe, also ich wusste, dass du es früher oder später hinkriegst, aber ich bin sehr froh, dass du es früher geschafft hast. Ich bin auch sehr froh, dass ich es beim ersten Mal geschafft habe. So, das war. Ah ja, gut, okay. So, dann müssten wir eigentlich. Easy. Gar kein Problem. Anatomisch fragwürdig, aber easy. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der nach innen muss. Entschuldigung. Number 8. Wo ist der Kranich nochmal? Der Kranich ist da. Ich hab grad voll nicht drauf geachtet. So, zack, zack. Rauf auf die Olga. Bam. So, und jetzt hoffen wir mal, dass es richtig war. Ich glaub nicht. Nee. Der in der Mitte. Ja. Ich muss quasi den in der Mitte noch mal einen zurückschieben. Ich muss einen von denen hier rausnehmen und den dann reinsetzen, wenn der andere, dass sie sich gegenüber sind quasi, warte mal.
Hast du die ganze Ich kann drauf? Das nicht noch weiterziehen. Ja, ja. Weil ich den Mechanismus umgehen muss, weil jetzt keiner mit dem anderen gleichgeschaltet ist. Okay. So. Das heißt, wir drehen jetzt so lange. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. So. So, und jetzt den ich jetzt nach außen geschoben habe, der muss ganz rein. Und dann in der Hoffnung, dass der sich dann zum Falken dreht. Mal schauen. Aber dann sollte das eigentlich funktionieren. Ey, hallo. So. Hitbox, kennst du es, Dr. Jones? Drücken. Push the button quasi. Push the button. Tada! Ja. Did the trick. He did the fucking trick. So, speichern wir. Ich liebe diese Funktion. Diese Musik, ne? Da muss mal wieder ein bisschen machetet werden. Ich glaube, hier kommen wir runter. Denke ich auch. Sieht so aus, als könnte man es anmachen. Aber du weißt, um raufzukommen, muss man manchmal auch erstmal ein bisschen runterschwimmen. Richtig. Und das sieht mir hier nach Schatz aus. Oder einfach nur zum Luft holen, die Menschen. Obwohl, ich höre was. Ach, hier komme ich hoch. Ja. Ha! I knew it. It's a treasure. Sieh sich einer das an. Eine Statue. Zack! Statue. Nein! Ja, weil es so schön war. Weil Backflip einfach fancy ist. Richtig. Bild. Post 1? Nee, Bild. Okay. Man hört immer noch so ein leichtes. Als wäre es ein Spinnchen oder eine Ratte oder so. Ja. Muss ich da. Nee, ich muss da nicht hoch, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da hoch muss. Naja, wir testen mal was. Ah. Muss da doch hoch. Das geringste der Übel. Huh. What happened there? Knappe Sache das. Da kam Schwere aus der Wand. Ah. Das kaputt macht Ding. Steht einfach da völlig unbeeindruckt. Felsdinger explodieren um ihn herum. Gehen durch und durch. Juckt ihn nicht. Ich habe mir hier irgendwie den riesigsten Schatz der Welt erhofft, aber laut der Musik. Aber das war irgendwie sehr enttäuschend. Noch. Diese Wand sieht sehr ungesund aus. Das ist richtig. Deswegen gehen wir auch wieder.
Kennst du ihn? Bärenpranken. Ach ja. Man kennt. Vor allem, wir klettern gerade Steine hoch und es hört sich an, als würden wir irgendwie so eine Leiter hochklettern. Oder irgendwie was Stoffiges. Das hat sich so angehört. Leder oder sowas. Ah, Moment. Ich sehe da was. Oh ja. Ich auch. Easy. Gar kein Problem. Hey. Hey. Ey, rein in die Hosentasche mit dem faustgroßen Diamanten. Okay. Kennen Sie schon Unterwasserleichen, Jones? Was ich hatte doch keine Lust, wieder hochzulaufen. Es sah aber kurz so aus, als wäre er tot. Ah ja, die guten alten Stoffwände. Minecraft-Style. Da hat dieser Mojang seine Inspiration her. Was der Dude wohl so macht, nachdem er sein Unternehmen für Milliarden an Microsoft verscherbelt hat. Ja, das Übliche, ne? Wahrscheinlich der gleiche, was jetzt der Bethesda-Dude macht. Ja. Wieso komme ich denn hier jetzt nicht weg? Ach so, lul. Microsoft Money Things. Okay, das war sehr früh abgesprungen, trotzdem geschafft. Bam! Hasta la vista, Spider-Man. Gesniped. Du hast da was gesehen? Nein. Okay. Auf Verdacht. Du, was haben wir denn hier? Etwas Medizin. Etwas Medizin. Im Vorbeigehen. Oh lol. Zack. Find der im Blut immer so geil, dieses komische grüne Zeug. Feuerkelch mit leicht entzündbarem Stoff. Brenne für mich. Schenke mir Licht. Richtig. Auch du. Leicht entzündlich. Erhelle. So. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ein wertvolles Artefakt. Dr. Jones sprach, es werde Licht. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum unten Wasser war. Es war so klar. Oh. Lol. Ich hab... Du bist hier giftig. Ja. Aber ich hab das Viech einfach rumgerannt. Stimmt. Stomp to death. Der Sprung war sehr merkwürdig. Ich bin auch vielleicht, ganz vielleicht irgendwo gegen geklatscht. Die Knöchel von Dr. Jones sagen... Au. Ja, nicht nur seine Knöchel, glaube ich. So, wir brauchen jetzt... Der geht in die Richtung. Boah. Okay, Moment. Ich glaube, ich hab's. Warte mal. Okay. Der wird dahin gehen, wenn ich einmal drücke. Der wird dahin gehen, wenn ich einmal drücke. Pff, das ist ja mega. Okay, das ist jetzt. Das ist belastend. Ich drück erstmal ein bisschen, um wirklich zu gucken, wie die sich drehen. Eigentlich. Ja, das Problem ist, ich hab da keinen hinten drin. Aha. Aber das ist kein Problem. Wir gehen jetzt einfach einmal runter. Und dann hast du gleich einen hinten drin. Dann hab ich gleich einen hinten drin.
That's what she said. Right said Fred? Ja, genau, right said Fred. Jetzt drehe er. Nur einmal, reicht schon. Bam! Badababoom. Pow! Big Brain Time. Zack. Alter, war das geil. Bester Move. Okay. Ruhig, Dr. Jones, ruhig. Diese Säulen sehen wie ein dreiteiliger Schrein aus. Aber wo sind die Statuen? In einer verschissenen Tasche? Es ist so schön, wenn die einfach sagen, wir bestehen auf die Cutscene. Er muss das sagen, was der Typ eingesprochen hat. Wir haben ihm Geld dafür bezahlt. Ja, man hätte ja aber auch nicht Dinge machen können und sagen können, ein Glück habe ich die Statuen schon geholt. Hätte mehr Geld gekostet, ihn das auch noch sagen zu lassen. Ich find's geil, wie sie damals schon 3D-Scanner hatten, um zu checken. Ja, das ist die richtige Statue. Mir macht's viel mehr Angst, wie viele Russen da unten schon wieder sind. Das ist ein Spawnpunkt. So. Gibt's irgendwo Wodka? Okay. Ja. Okay. Ah, no. Huch. Entschuldigen Sie mal. Was kann denn meine Mutter dafür? Eieiei, okay. Wie kommen wir denn da vernünftig runter? Step by step. Oder du brauchst halt eine heftigere Knarre. Stoi! Boom! Bada bap boom! Pow! Oh, hallo Igor! Wir tanken erstmal 3 Schüsse genau ins Gesicht. Hey, idziesz du da? Oh, jeez. Hab ich noch Granaten? Nope. Oh, doch. Räuchere sie aus. Nicht so gut funktioniert. Nö. Wer ist dieser Sniper-Gott? No Scope. Ba-ba-ba-ba. Und dann noch einer. Steu selber, Junge. Wie die Tontauben. Heil dich. Mein Lieber, heil dich. Jetzt habe ich alle tot. Jetzt kann ich mich heilen. Weniger Leben geht nicht, ne? Das wäre... Das andere wäre dead gewesen, ja. Das ist so ein One-HP-Victory hier. Das Ding ist ja... So einen geilen Bart haben müssen. Das Ding ist ja, Ole und ich haben ja jetzt angefangen, wieder ein bisschen League of Legends zu spielen. Hab ich gesehen. Wir haben für uns entdeckt, einfach mal Botlane spielen und einfach irgendwelche random Combos zu spielen. Ja? Gestern haben wir zum Beispiel Gragas Yasuo gespielt. Okay. Weil Gragas kann ja mit seinem Bauchrammer, dann knockt er die Gegner hoch und damit kann Yasuo seine Ult triggern. Ah. Also, ja, wollen wir das machen? Ich bin für vieles bekannt und gerade für mein High-Mechanical Yasuo, weißt du? Haben wir das gemacht? Ich glaube, ich stand am Ende 8-6 oder so. Wir haben gewonnen.
Ab dafür. So, was passiert, wenn wir den Spiegel hier drauflegen, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Indiana Jones und der Turm von Babel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Ha-hau.